Liebe Leute, wir spielen Civ 6, Civilization 6. Wir spielen mit den Crew, wir spielen auf Gottheit und auf einer echten Weltkarte. Auf Twitch zeichnen wir live auf an einem 1. April. Ich hoffe, dass ihr mir das glaubt. Pöser Porsche hat auf Twitch ein Abo verschenkt. Liebe Grüße an den Beschenkten und an dich, an Moxilian und dich. Liebe Grüße an die YouTube-Leute, die sich das hier anschauen. Und sich fragen, 1. April, stimmt das oder stimmt das nicht? Da wir gerade in ein dunkles Zeitalter gekommen sind, unsere Nachbarn sind in einem normalen Zeitalter gelandet, haben wir weniger Loyalitätsdruck auf fremde Städte. Wir können also weniger Städte unter Druck setzen, dass die vielleicht ihren Herren wechseln wollen. Das kann uns theoretisch auch passieren, aber wir haben als direkte Nachbarn die Kanadier und die Azteken. Die Azteken, mit denen haben wir eine Kulturallianz abgeschlossen und deren Haupteffekt ist, dass man keinen kulturellen Druck auseinander ausüben kann. Das heißt, haben wir einen schwachen Druck, die einen starken. Super, alles bestens. Deshalb ist da kein Problem. Die Kanadier sind nicht so gut aufgestellt uns gegenüber in der Nähe. Das sollte eigentlich klappen und der Unterschied zu deren normalem Zeitalter. Nee, die haben auch ein dunkles. Die Kanadier haben auch ein dunkles. Wie gemalt. Besser hätte es nicht kommen können. Das sind die einzigen, die richtig Druck auf uns ausüben konnten. Die haben auch ein dunkles, alles bestens. Das ist ja sowas von ideal. Und jetzt bekommen wir, das Spiel betrachtet uns als eine gehandicapte Nation, die schlecht geführt worden ist, deren Anführer versagt hat und das Programm, die Entwickler sagen sich, dieser WB und sein Chat, die können es nicht und deshalb müssen wir denen helfen. Chat ist doof, WB auch. Dümmste Civ-Community ever. Wir kennen keine Dümmer. Ja, die denken das. Und deshalb haben wir jetzt coole Karten. Also wir können erstmal einen schönen, kräftigen Bonus uns auswählen. Und wir können gleich aus mehreren dunklen Politikkarten eine Auswahl treffen, können uns eventuell welche holen. Die koppeln immer einen mächtigen Bonus mit einem kleinen Malus. Und vielleicht finden wir eine Karte, die uns hilft. Und darauf schiele ich vor allem. Und der zweite Unterschied ist, falls wir es schaffen würden, jetzt aus dem dunklen Zeitalter ins Goldene zu kommen, dann belohnt das Programm das damit, dass es sagt, hey, du hast gar kein goldenes Gold, du hast ein Heldenzeitalter geholt. Denn im Heldenzeitalter stehen uns zu diesem Zeitpunkt nicht drei Widmungsboni, nicht ein Widmungsbonus zur Verfügung, sondern deren drei. Dann könnten wir nicht wie jetzt einen wählen, sondern drei Widmungen. Und das ist jetzt unser Ziel. Wir wollen in ein Heldenzeitalter springen. Was hilft uns dabei am besten? Hicksunt Draconis. Weil wir unterwegs sind jetzt mit den die Galeeren, machen wir jetzt die beiden zu Karavellen. Wir kennen bislang kaum was von der Karte. Wir können gerade frisch freigeschaltet über Ozean segeln. Fahren Richtung Westen und wenn die KI mit ihren Kriegsschiffen unsere Karavellen nicht kaputt macht, dann haben wir die Möglichkeit, große Teile der Karte kennenzulernen, neue Kontinente zu entdecken und neue Naturwunder und bekommen jedes Mal fette Zeitalterpunkte. Ja? Deshalb machen wir das. Das hier ist Herzschlag des Dampfes, wäre auch eine Möglichkeit, aber wenn ich mich recht erinnere, bedeutet das, jedes Gebäude, das im Industriezeitalter erforscht worden ist und das man baut. Also im Industriezeitalter oder später und da sind wir noch nicht. Das heißt, die ganzen Gebäude, die wir jetzt erstmal bauen, ich glaube, die gelten dabei nicht. Und so viele Handelswege haben wir nicht, wir haben im Augenblick nur deren vier. Die meisten haben wir gerade erst gestartet, deshalb ist Münzreform nicht so cool. Und hier irgendwelche Kämpfe zu den Waffen. Wir spielen so friedlich. Also es spricht alles für Hicksunt Draconis. Ja? Jetzt genießen wir in einer Runde unsere dunklen Politikkarten. Wir können jetzt schon wechseln, wenn wir wollen. Weil wir neue Karten bekommen haben. Wir könnten eine von denen reinpacken. Wir können kostenlos wechseln. Schaut mal hier. Isolationismus. Heimische Wege, und wir haben nur heimische Wege, bieten zwei Nahrung mehr und zwei Produktion. Nachteil, wir können keine Siedler kaufen und keine Städte gründen. Bevor wir hier irgendwas rumtricksen, gründen wir erstmal die einzige Stadt, die wir mal um die gründen wollen. Hier an Ort und Stelle.
Die Anzahl der Punkte, die man braucht, oh, sind nur 86. Wir haben 70. Wir brauchen nur 86 bis zum Normalen. Und 100, das schaffen wir. Das kriegen wir hin. Und jetzt gründen wir hier eine weitere Stadt. Pipikisis heißt sie. Ja, die können wir auch gleich Pipi nennen. Oder ist das zu infantil? Ich weiß nicht, also ich... Es ist klar, wir spielen zivil, wir spielen nicht auf Krieg. Wir blasen uns nicht künstlich aus, aber eine Stadt Pipi zu nennen. Werte die im Chat? Wer war es im Chat? Wer meldet sich freiwillig? Werte diese Schnapsidee im Chat? Ich nicht. Pipi Tipi, Pipi Langstrumpf. Creatle, ja, das ist ja mal ein cooler Name. Wer hat's geschrieben? Bär Tiger Phoenix, super. Passt zu Seattle, das ist so halbwegs da in der Nähe. Ganz tolle Idee, ganz tolle Idee. Ich bin schwer begeistert, ganz im Ernst. Ich bin total begeistert. So, und jetzt bauen wir hier oben. Hier oben bauen wir gleich das Schutzgebiet. Aber dafür müssen wir erstmal, das erroden wir uns gleich. Und das machen wir erst dann, wenn wir, ja, Magnus ist vor Ort. In 8 Runden käme das dazu, solange warten wir nicht. Jetzt kaufen wir uns hier das Geländefeld dazu. Jetzt schmeißen wir die Wassermühle raus. Der Bau eines Schutzgebietes würde 32 Runden dauern. Merkt euch die Zahl. Wir haben Magnus drin. Magnus bringt plus 50 für das Roden an Erträgen. Wir entfernen die Wälder hier. Achtung, gehört das Feld auch tatsächlich zu Grand Bullion? Ja, immer vorher checken, dass nicht aus Versehen zu einer anderen Stadt gehört. Einmal roden. Wichtig, kein Bauprojekt eingestellt. Wenn das Schutzgebiet eingestellt wäre, wäre der Wald schon weg. Jetzt stellen wir das Schutzgebiet dorthin. Es sind nur noch 15 Runden. Super cool. 15 Runden nur noch. Haben wir einen Händler, der von hier aus abgeht eigentlich? Keinen. Das wäre auch verlockend. Das Schutzgebiet zu boosten, immer noch einen Händler hinschicken. Wir wollten aber die Stadt hier vorne boosten. Die hat eine Produktion von 6,3. Die hat eine von 5,5. Die Erträge müssten gleich stimmen. Wir ziehen um mit dem Kollegen, mit Magnus rüber. Für den gleichen Zweck. Fürs Roden nach Creatle. So. Jetzt roden wir in 5 Runden mit dem Handwerker hier nochmal und aber vorher nicht. Und dann können wir auch hier das Schutzgebiet einstellen. Jetzt ist die Frage, was machen wir mit dem einen freien Händler? Wollen wir Creatle boosten, von Creatle zum Schutzgebiet rauf oder von Grand Bullion dorthin? Wenn wir von hier aus gehen, geht es direkt hier so gerade durch und wir bekommen eine Straße. Und das Schutzgebiet, was dort gleich gebaut wird, ist schneller fertig. Aber hier haben wir jetzt schon etwas mehr Produktion. Ja, es ist Pott wie Deckel. Man kann beides begründen. Also tendenziell wird die Stadt auf Dauer cooler werden. Die Stadt wird cooler sein. Die wird immer, das ist so eine Spezialstadt hier, für irgendwann mal einen Campus bauen, noch dazu. Und das geht auch erst dann, wenn man 4 Bürger hat, dann kann man die zweite Stadt, den zweiten Bezirk gründen, die hat Zeit. Wir ziehen nach Creatle rüber mit dem Händler. Das ist der freie, das ist er nicht. Wo ist der freie Händler? Hier unten. Der zieht rüber nach Creatle. Politikkartenwechsel machen wir gleich. Machen wir aber erst, nachdem wir die Stadt gegründet haben. Das haben wir gerade gemacht, weil wir die dunkle Karte reinnehmen wollen. Jetzt gucken wir hier oben uns das nochmal an.
noch einmal die Karten drin, dass man Galeeren billiger upgraden kann. Bevor wir irgendeine Politikkarte wechseln, gehen wir hin. Ist uns echt schade, weil ich wollte eigentlich auch den Hain hier die ganze Zeit kaufen. Das wirft uns ein bisschen zurück. Machen hier ein Upgrade. Fahren schon mal eins nach links. Jetzt kommt das Upgrade. 180 Gold. Nur im eigenen Territorium kann man die Upgrades machen. Eigenes Territorium, ein Upgrade hier. Achtung, jetzt kommt ein Heureka. Inspiration für die Erkundung. Und damit für die Handelsrepublik. Die geht nachher dann schneller. Das ziehen wir aber noch durch für einen weiteren Gouverneurstitel. Wollen wir noch irgendwo eine Einheit upgraden? Ist irgendwo das Upgrade einer Einheit zwingend nötig? Wenn wir mehrere Armbrustschützen haben, bekommen wir irgendwo noch irgendwann einen Bonus. Aber wir brauchen eigentlich hier vorne... Wie war das nochmal mit dem Armbrustschützen? Wenn man zwei oder drei Armbrustschützen hat, bekommt man irgendjemand. Weißt du, bekommt man irgendwas? Hat das jemand im Kopf? Irgendwie hier, zwei Armbrustschützen, dann sparen wir 5 Forschungsrunden für den Metallguss. Ja, aber wollen wir wirklich dafür mit dem Hain noch länger warten? Eigentlich schon, weil wie oft passiert das, dass man die Karte jetzt auch wieder rausnehmen kann? Das wären 250, das wäre 2 Runden später Hain, das kann man machen. Der erste Gesandte nach Buenos Aires, den können wir jetzt reinnehmen. Für eine Runde können wir die Karte wechseln. Das ist ein guter Hinweis von North Bowman. Eben war ich die ganze Zeit dagegen, aber jetzt können wir das machen, weil das ist jetzt nur für eine Runde die Karte gleich. Ja? Jetzt machen wir aber erst die Upgrades und suchen die besten Armbrustschützen, die wir haben fürs Upgrade. Wir haben gar keine coolen. Hier, der hat eine Beförderung. Der bekommt eine Upgrade. Denn einer hier unten noch. Oder falls hier Barbaren kommen. Ein Kree-Bogenschütze. Was macht er da? Einmal rein in die Stadt und einmal Upgrade. Heureka. Pleite. Wir müssen verdammt lange warten. Richtig lange warten. Bis wir hier oben den Hain bauen können. Boah, und wir hätten den so eventuell schon längst fertig. Hör mal, wir können den auch bauen. 9 Runden. Wir brauchen für den Kauf 600 Gold oder noch mehr. 600. Bei 108 brauchen wir 6 Runden. Da können wir den auch bauen. Danach ziehen wir die Stadtmauer durch. Das sehe ich echt nicht ein. Haben wir noch, und wir können in Kürze noch einen weiteren Händler uns holen. Sobald hier in einer Runde, sobald der Leuchtturm hier steht. Brodaxbucht. Nein. Die Neustadt. Creatle. Stadtmauer. Hier bauen wir gleich das Schutzgebiet. Das heißt, kein weiteres Lager. Monument wäre möglich für mehr Kultur. Kann man auch kaufen. Stadtmauern kann man nicht kaufen. Eine haben ist nicht schlecht. Wohnraumprobleme haben wir hier massiv. Aber sobald hier vorne das Schutzgebiet entsteht, das ist auf atemberaubend, haben wir die nicht mehr, weil das gibt 3 Wohnraum. Wir werden hier auch einen Hafen bauen. Wir bauen mal die Stadtmauer hier. Auch deshalb, falls es hier mal Ärger gibt mit dem Schiff. Alles klar? Wundervoll endet. Speedy wünscht sich, dass wir die Stadtmauer zu Ende bauen. Ja, die laufen da die ganze Zeit rum. Die sehen wir eigentlich nur wegen des Apostels. Das sind die ganze Zeit schon Barbaren. Die sind nicht im Anmarsch. Die sehen wir nur, weil unsere Verbündeten, unsere Allianzpartner, die Azteken hier eine Einheit haben. Nur deshalb sehen wir die. Aber von dem systematischen Angriff auf Bulaska kann wirklich nicht die Rede sein.
Und wir haben ja auch keine Modernisierung oder Bezirke an der Westflanke, die wir verteidigen müssen. Das würde ich nicht machen. Jetzt ändern wir die Politikkarten. Wir nehmen raus die Berufsarmee, ich habe es eben erklärt, und nehmen rein, damit auf Baumann endlich mal still ist. Nein, aber auch so, weil es einfach stimmt. Für eine Runde nehmen wir rein die Diplomatenliga. Hey, ich habe noch eine coole Idee. Wir nehmen für eine Runde rein, dass Stadtmauern doppelt so schnell gebaut werden. Dann können wir die Stadtmauern vielleicht doch in einer Runde bauen, statt in zwei. Und die Einflusspunkte hier nehmen wir raus. Und nehmen die Diplomatenliga für eine Runde rein. Wir wollten unbedingt den Isolationismus reinnehmen. Dafür müssen wir hier irgendwas rausnehmen. Wir nehmen erstmal für eine Runde rein den Isolationismus. Und das war's dann. Weil wir haben wie viele Städte? Um die 8 etwa. Ne? Wir bekommen einen Produktionspunkt mehr für jede Stadt durch die Stadtplanung. Und durch den Isolationismus bekommen wir stattdessen 4 Handelswege haben wir. Also 3, nächste Runde 4. 3 aber im Augenblick, okay. 3x2, 6 Produktion und 6 Nahrung in Summe. Alles okay so? Ich glaube ja. Bestätigen das. Jetzt stellen wir für eine Runde hier die Stadtmauer doch wieder rein. Tja, cool. Die ist in einer Runde jetzt fertig. Und hier bauen wir ja auch mal kurz für 5 Runden bauen wir auch die Stadtmauer hier noch ein bisschen an. Jetzt sollten wir da irgendeine Sache machen. Ah ja, einen Gesandten darüber schicken. Da landet jetzt ein Gesandter in Buenos Aires, der wird jetzt verdoppelt. Achtung. Wenn wir hier drauf gehen würden, hätte jede Stadt mit einer Fabrik oder einem Konsulat nochmal einen mehr, aber da haben wir im Augenblick gar nichts von. Mehr brauchen wir nirgendwo. Alles gut. Wir könnten ja Suzerän werden, aber der Suzerän-Bonus, davon haben wir im Augenblick nichts. Alles bleibt, wie es ist. Jetzt eine Runde weiter. Freut mich, wie viele Leute da sind. Liebe Grüße an euch alle. Schön, dass ihr den Freitagabend hier mit so netten Leuten, guckt mal nach rechts und links im Chat euch um, verbringt. Alle Siver. Alle Sif-Fans. Sif-Fans sind, glaube ich, zu, ich will nicht übertreiben, zu 110% nette Leute. Ich will es aber nicht übertreiben. Wilfried Laurier lobt uns, weil wir langsam siedeln würden, nur halt nicht in seine Richtung. Es gibt sehr ehrliche Menschen, die glauben, erst dann ein Schnäppchen gemacht zu haben, wenn sie einen Händler betrogen haben. Danke an Mofles Müller fürs Abo verschenken. Sehr freundlich. Wer wurde beschenkt? J. Kuwik, danke dir. Dr. Smith, danke fürs 10. Abo hier. Liebe Grüße auch an dich, merci. Wie lange ich heute noch streame, fragt Horst. Ich schätze so über den Daumen bis Mitternacht. Mal gucken. Das schätze ich so, ungefähr. Bekommt ihr eigentlich mit? Ich frage es euch mal, weil ich bin noch nicht drauf angesprochen worden. Das ist, also, dass mir der heutige Abend besonders viel Spaß macht. Nicht, dass ich leiden würde, wenn ich sonst Sif streame, aber irgendwie bin ich heute besonders gut gelaunt. Ich hoffe, ihr bekommt das mit und ich hoffe, das ist leicht ansteckend. Angkor Wat baubar. Medina-Viertel. Brauchen wir alles im Augenblick noch nicht. Das bringt uns auf Dauer mehr Geld, aber erst, wenn wir mehr Gesandte haben und die alle untergebracht haben. Jetzt ändern wir gleich die Politikkarten. Merkt man, mein goldiger Mond, das freut mich sehr. Absolut. Liegt an deinem Pulli, WB, meint Bilder Exclusive. Ja, also mit meinem Angeber-Pulli könnte es eventuell auch zusammenliegen. Noch vielen lieben Dank an Phyrexis Games und an 2K Games für dieses personalisierte Geschenk. Das ist echt sehr, sehr hübsch. Ein weiterer Gouverneurstitel. Cool, hauen wir gleich raus. Und eine neue Ausrichtung. So, dann checken wir das jetzt mal. Ja, dann merkt man das auch oft, Wuxi. Wenn ich vergnügt bin, bewege ich mich mehr in meinem Stuhl. Anders formuliert, ich habe dann öffentlich beim Stream Stuhlgang oder ich weiß nicht, irgendwas in der Art. Also ich bewege mich viel mit dem Stuhl. Handelsrepublik hatten wir uns überlegt. Theologie bringt nur einen Gesandten.
Handelsrepublik und dann gucken, wie es weitergeht. Coolere Regierungsform. Luke wird auch angesteckt. Hier irgendwo ein Feuer. Stadt benötigt Nahrung. Das sollte plus minus null eigentlich hier sein. Ja, alles gut. Machen wir uns keine Sorgen drüber. Ist der Leuchtturm fertig? Ja, nächster Schritt könnte sein. Das Diplomatieviertel hier. Oder der Bau der Kauf eines Händlers. Wir platzieren erstmal das Diplomatieviertel hierhin. Machen den Pin darauf weg. Little Green Man, danke dir fürs neunte Abo. Liebe Grüße. Danke, danke. Und jetzt ist die große Frage, Händler hier vor Ort bauen oder woanders? Nein. Boah, die haben Problemchen hier, die Kanadier. Die dunkle Zeitalter wir. Und ich wette, wenn die Stadt rebelliert, dann werden die Bürger uns fragen, ob sie sich uns anschließen wollen. Und wenn wir das bejahen, ja, das Feld gehört denn auch. Bekämen wir nochmal Jade dazu und erstmals Bernstein. Und bekämen ein Diplomatenviertel, ein zweites Diplomatenviertel. Ich glaube, das geht. Und nochmal ein Aquädukt. Ich glaube, das geht, zwei Diplomatenviertel. Ich glaube, das geht. Wir können natürlich. Ah, jetzt habe ich das ja schon platziert, das Diplomatenviertel. Ich glaube, ich bin schon mal gefragt worden, ob man auch zwei Regierungsviertel haben kann, wenn man eine Stadt erobert. Im Prinzip geht das, aber das verschwindet wieder, meint Wuxing. Seid euch sicher, aber zwei Regierungsbezirke gehen, das haben wir schon, glaube ich, schon mal gehabt. Also dann könnten wir auch pokern und könnten sagen, wir lassen das, also das ist jetzt im Bau, das können wir jetzt entfernen, aber es bleibt platziert, leider. Aber was wir machen könnten, die Stadt würde wieder aztekisch werden, heißt das eventuell. Schwer zu sagen. Könnte auch passieren, weil die haben ein normales Zeitalter und wir haben ein dunkles. Aber wir haben 12 Bürger um die Ecke, die hier 11, da 13, ganz schwer zu sagen. Also geht ja auch über die Entfernung und die liegen so näher bei uns als bei den Städten. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Wir könnten pokern, wir könnten sagen, auch wenn wir das hier gesetzt haben, wir hoffen, dass die Stadt an uns fällt. Vielleicht, wir können sie auch erobern. Und dann müssen wir sie allerdings halten. Und dann nutzen wir das andere Diplomatieviertel und bauen hier irgendwas anderes. Was meint ihr? Sollen wir pokern? Wollen wir die Stadt unbedingt haben? Wenn wir die erobern, gibt es da wahrscheinlich nicht mehr drei Bürger, sondern nur zwei. Wie sieht es da aus mit der Attraktivität? Schlecht. Schutzgebiete ist nichts. Trinkwasser ist da. Ich glaube, wir nehmen die. Dann lassen wir das Diplomatieviertel hier erstmal weg und gehen hier auf den Händler. Und dann könnten wir uns sogar überlegen, Einheiten hinzuschicken, um die Stadt zu erobern. Aber die hatten 50er Verteidigungswert. Die hatten eine Mauer. Und da kann man mit unseren Einheiten. Nee, entweder fällt die an uns oder die fällt nicht an uns. 40er Fernkampfstärke. Da kommen wir ohne massive Aufrüstung nicht hin oder den Bau, den Kauf von Belagerungseinheiten. Das ist irgendwie Quatsch. Das machen wir nicht. Wir können mit unseren Einheiten ja schon mal ein Stück runterziehen, allein schon für den Fall, dass die Rebellen uns ärgern wollen. Aber ich sehe nicht, dass wir mit unserem Militär da reinkommen in die Stadt. Das sehe ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das wird nicht klappen. Nächster Gouverneurstitel, Armani oder Moksha. Also, es kann sein, dass wir Armani eventuell auch mal durch die Weltgeschichte schicken. In verschiedenen Stadtstaaten platzieren, um Souverän-Boni abzugreifen oder um erstmal souverän zu sein in irgendeinem entlegenen Stadtstaat, den die anderen noch nicht gefunden haben, was allerdings so spät in der Partie eher unwahrscheinlich ist. Das wäre ein Grund dafür, sich jetzt Moksha zu holen und den irgendwo zu etablieren. Aber ich halte es für unwahrscheinlich. Wir holen uns mal Armani. Armani bringt.
Der nächste Gouverneurstitel kommt in dem Augenblick, wo wir hier vorne das Außenministerium ausgebaut haben. Das ist bald. Wir holen uns Moksha. Wir stecken Moksha irgendwo hin, wo wir wissen, da bleibt er auch vor Ort. Da brauchen wir den. Es kann nicht sein, dass das St. John gleich ist. Aber das dauert ja noch 10 Runden. Ich könnte mir vorstellen, also die Stadt muss ja erstmal rebellieren. Das muss nicht in 5 Runden sein, dann rebelliert sie nochmal. Sagen wir mal, das ist in 12 Runden. Und in 15 Runden hier Außenministerium gebaut. Eventuell auch vorher. Wollten wir hier nicht noch eine Mine bauen? Ja, der wird eine Mine gebaut. Dann ist das in 13 Runden fertig. Dann haben wir einen weiteren Gouverneurstitel. Dann können wir uns dann Armani holen und dann oben parken. Oder jetzt Armani irgendwo hin, wo wir sagen, da bleibt hier auf jeden Fall. Aber wer soll das sein? Pingala gibt mehr Wissenschaft, wenn wir den befördern. Pingala ist ja unten, gäbe 6 Wissenschaft mehr. Das wären über 10% mehr. Wie zufrieden sind wir? Die Audienzzahl gibt plus 4 Wohnraum, plus 2 Annehmlichkeiten. Wir sind genau auf der Kippe zwischen zufrieden und glücklich. Ich glaube, wir müssen... es ist... Im Nachhinein werden wir klüger sein. Wir schicken mal den Moksha nach Bulaska. Wenn der da später wegzieht, ist das nicht so schlimm. Gibt ein bisschen Wohnraum. Die Stadt ist nur zufrieden, dann wird die glücklich sein, wenn er etabliert ist. Und dann gucken wir weiter. Immer weiter wäre auch eine Möglichkeit. Stadt ist... Wir schicken ihn rüber nach Bulaska. Wo ist er? So, jetzt geht's mit der Karawelle Richtung Westen. Mit der hier auch bitte. Ist echt groß. Hier unten ist irgendwo Australien. Kommen wir hier unten rum? Ja, wir können auch von hier, wir können auch eine Weltumsegelung machen. Unten rum und Richtung Afrika und Europa fahren. Die hier oben lang, die anderen unten lang. Na, hier kommen wir an die ostasiatische Küste, müssen eh um das Kap der guten Hoffnung fahren, um oben anzukommen. Ja, bin ich für. Einen unten rum, einen oben. Finde ich eigentlich eine gute Idee. Wollen wir dann anfangs weniger entdecken. Vielleicht machen wir sogar die erste Weltumsegelung der Geschichte. So, und mit ihm geht's rüber nach Schutzwald. Da seht ihr mal, wie cool Schutzwald mittlerweile ist. 6-3. Und wenn ich hier oben noch ein weiteres Jagdlager entsteht, sind das sogar 7-3 Richtung Schutzwald. 7 Nahrung, 3 Produktion, dann wird die Stadt in irrem Tempo wachsen. Creator. Oder Alternative ist, wir gehen jetzt schon auf die Produktion und sagen, 3 Nahrung weniger, 2 Produktion mehr, Robbenpower. Aber die Stadt hat nur einen Einwohner. Ich würde erstmal sagen, Wachstum, Wachstum, Wachstum. Eine Runde weiter. Einmal Handwerker. Hier kann jetzt gerodet werden, aber erst dann, wenn Magnus da ist.
Ja, es wird was. Also unsere Pläne gehen so langsam auf. Wir hinken immer noch hinterher, aber es geht so langsam auf. Oh, wir haben vergessen, die Karten zu wechseln. Macht mich nicht fertig. Ja, wir wollten die Limes-Karte rausnehmen. Und jetzt haben wir die aus Versehen drin und die Diplomatenliga auch. Ach, das ist ja ärgerlich.